Ich begrüße an meiner Seite den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber. Servus. Hallo, grüß Gott. Herr Glauber, in Ihrer ersten Regierungserklärung, da haben Sie die Zukunft der Wasserversorgung im Freistaat in den Fokus gestellt. Warum liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen? Es gibt immer persönliche Begegnungen. Meine persönliche Begegnung mit dem Thema Wasser war mein erster Ferienjob. In der eigenen Gemeinde ging es darum, das Wasserhaus neu zu gestalten. Und bei der Gestaltung des Wasserhauses sind wir auf die Idee gekommen, Wasser ist Leben als Schriftzug anzubringen. Und als der Schriftzug Wasser ist Leben entstand, ist für mich eigentlich erstmal der Knopf aufgegangen, was ist eine Wasserversorgung? Ist es aufwendig, Trinkwasser zu produzieren? Wir haben es ja am Wasserhahn. Und deshalb ist natürlich diese Verbindung Wasser ist Leben für mich immer auch ein prägendes Element. Und es hat mich eigentlich sogar beim Gemeinderat zu meinen ersten Anträgen gebracht, denn Wasser ist ein kostbares Gut. Und ich habe als junger Gemeinderat immer dafür geworben, auch einen entsprechenden Preis für dieses kostbare Gut, also keine Selbstverständlichkeit daraus zu machen. Und das habe ich mir auch als Minister erhalten. Sie haben ja ein Programm gestartet, das heißt Wasserzukunft Bayern 2050. Worum geht es da konkret? Wenn wir heute wie ein Vogel über Bayern fliegen und die Landesteile ansehen, dann spüren wir, dass je nachdem, in welcher Region wir uns befinden, wir völlig unterschiedliche Situationen klimatischer Art schon haben und der Klimawandel absolut in Bayern angekommen ist. Jetzt als eingeborener Franke ist es natürlich so, dass wir in Franken deutlich mehr davon schon gezeichnet sind als der Süden Bayerns. Die Niederschläge am Süden sind in der Größenordnung in einem Jahr 1930, 1970 Millimeter pro Quadratmeter. In Unterfranken haben wir Niederschläge von 550 Millimeter pro Quadratmeter. Was heißt das in Litern? In Oberbayern über 1.900 Liter auf einem Quadratmeter, im Süden, im Norden, in Unterfranken 550. Das sind jordanische Verhältnisse. Und deshalb ist natürlich das Thema Wasser als Element, Wasser als Grundvoraussetzung, um überhaupt Leben stattfinden zu lassen, um Wachstum stattfinden zu lassen, so notwendig. Unsere Flüsse, sie fallen trocken. Unsere Felder, sie blühen nicht. Unsere Brunnen können am Ende versiegen. Natürlich kann man sagen, was zeichnet da der Umweltminister für ein Szenario? Aber wenn ich Jordanien in Unterfranken beschreibe, dann muss jedem klar sein, wie sehr wir schon herausgefordert sind. Das heißt, die Auswirkungen des Klimawandels sind schon heute in Bayern spürbar? Sie sind absolut spürbar. Und wie klug waren unsere Vorgänger hier im Bayerischen Landtag, hier im ehrwürdigen Landtag, dass man 1970 die Entscheidung getroffen hat, die Donau und die Altmühl nach Franken überzuleiten. Wir werden heute in Franken schon von Trockenheit getroffen und unsere Flüsse wären schon trocken gefallen, wenn wir diese sogenannte Donau- und Altmühl-Überleitung nicht hätten. Der Rotsee, der Altmühlsee und der Brombachsee sind somit eigentlich Zwischenspeicher, die den Main wieder speisen und damit im Norden für Leben und für Wasser sorgen. Und diese Entscheidung aus 1972 hat in eine 20-Jahres-Umsetzung gemündet und hat dem Landtag viele hundert Millionen, dem Freistaat viele hundert Millionen wirklich in die Entscheidung gekostet. Und das zeigt doch auch, dass man heute Probleme, die man angeht, ganz perspektivisch und langfristig angehen muss und deshalb auch für mich in der Regierungserklärung Wasser 2050 als wirklich Thema für die Zukunft. Klingt ja alles so ein bisschen negativ, natürlich, was der Klimawandel mit uns macht. Können wir da das Ruder noch rumreißen, Herr Glaube? Die Wissenschaftler und wir erleben ja in der Pandemie, wie man mit Wissenschaft umgeht. Beraten aktuell, Virologen beraten uns in der Politik. Und es wird sehr stark auf Virologen gehört und dem auch gefolgt. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso stringent alle zusammen bei dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Wasser auch der Wissenschaft folgen. Ich bin ein Mitmahner, nur die Wissenschaft schreibt uns das ja seit vielen Jahren ins Stammbuch
dass wir hier aktiv werden müssen. Wir haben ein Klimaschutzgesetz in Bayern verankert. Wir haben diese Wasserstrategie. Aber es muss auch jeder selbst für sich sorgen. Und deshalb immer mein Petitum, mein Werben dafür, sich um diese einzelnen Themen auch wirklich Gedanken zu machen. Was bedeutet Upcycling? Was bedeutet Wassersparen? Es kommt doch einfach aus dem Wasserhahn. Ja? Ganz so einfach ist es eben nicht. Was bedeutet es, wenn man im Prinzip auch auf der allerkürzesten Strecke ein Fahrzeug braucht? Warum? Warum kann man nicht zu Fuß gehen wie früher? Warum gehen Dinge nicht wieder rückwärts? Muss denn wirklich jeder Flug sein? Jetzt aus der Pandemie gelernt, wie oft können wir denn eigentlich Homeoffice nutzen? Welche Veranstaltung muss ich nicht mit einer großen Reise aufsuchen? Wir müssen doch jetzt im Prinzip das Ruder rumreißen. Wir müssen doch aus der Pandemie lernen. Und wir müssen aus meiner Sicht bei dem Thema, so wie wir Pandemie bewältigen, auch beim Klimaschutz und bei der Nachhaltigkeit, mit der gleichen Stringenz vorangehen. Sie haben schon sehr viele Beispiele genannt. Wie sieht für Sie konkret Klimaschutz 2021 noch aus? Wir haben natürlich jetzt das erste bayerische Klimaschutzgesetz. Der Freistaat Bayern möchte 2030 schon klimaneutral sein. Das Umweltministerium ist seit 2019 klimaneutral. Und damit ist jeder von uns aufgefordert, seine eigene wirklich Lebensweise zu überprüfen, auch darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich klimaneutral leben? Und mit der Vorstellung des Klimareports in Bayern habe ich etwas lächeln und mit Spaß aufgerufen zu einer Challenge. Sag Nein zu warm duschen. Es ist eine Idee, die entstanden ist aus der Begegnung mit Fridays for Future. Und ich habe ihnen zugerufen, lasst uns eine Challenge machen. Wer von uns schafft es, lange genug kalt auch die Dusche zu nutzen? Denn da fängt Energiesparen an. Und ich glaube, es ist natürlich nicht immer alles ganz, es ist natürlich ein Spaßfaktor dabei. Aber man sollte sich einfach darüber nachdenken, 1 Grad weniger an Temperatur, was das an Energieeinsparung ausmacht. Und deshalb sind wir ja natürlich alle, es ist nicht immer so hochkompliziert. Man muss nur wollen und man muss tun. Sie duschen immer kalt. Nicht immer, aber oft. Immer öfter. Macht gute Laune. Stichwort Moore als aktive Klimaschützer. Was muss ich mir darunter vorstellen? Die Moore Bayern sind natürlich ein ganz besonderer Schatz, denn die Moore Bayerns sind sowohl Hoch- wie Niedermoor, haben die Besonderheit, dass wir CO2 wie in einem Tresor einschließen. 6% unserer CO2-Emissionen in Bayern kommen aus den Mooren. Und unser Auftrag ist es, Moore wieder zu vernässen oder zu verhindern, dass sie trockengelegt werden. Trockenlegen und wieder vernässen, 2 wichtige Aufgaben, denn wir haben erstens einen enorm hohen Artenreichtum in jedem, im Hoch- und im Niedermoor. Wir haben eine hohe Biodiversität und wie gesagt, wir haben diese Verschlussfunktion für CO2. Und auch da müssen wir haben im Haushalt 13 Millionen eingestellt, um bei dem Thema mit den Flächeneigentümern wirklich ein gutes Ziel hinzubekommen. Und diese Partnerschaftlichkeit, wie im Volksbegehren angelegt, Naturschutz und Artenschutz im Volksbegehren bedeutet auch, dass man durch die Unterschrift einen Vertrag eingegangen ist. Diesen Vertrag wollen wir erfüllen mit den Flächeneigentümern beim Thema Moorschutz und damit auch CO2 einspeichern. Sie haben es gerade erwähnt, das Volksbegehren liegt jetzt 2 Jahre zurück. Was hat sich seitdem in Bayern getan? Sehr, sehr viel. Wir haben in den Naturschutzbehörden 100 neue Kolleginnen und Kollegen dazugewonnen. Jetzt kann man sagen, ist das dann gelebter Artenschutz schon? Ja, das sind Kolleginnen und Kollegen, die draußen wirklich mit Programmen bei dem Thema Artenschutz und Artenvielfalt wirklich in die Fläche gehen, dort den Eigentümer abholen und über Bewirtschaftungsformen nachdenken oder sie auch dafür gewinnen wollen. Wir haben in dem Begleitgesetz angelegt, dass 75 Millionen pro Jahr für den Artenschutz und die Artenvielfalt eingerichtet werden. Wir haben in Augsburg ein Artenschutzzentrum. Wir haben es geschafft, dass im Prinzip aus Bayern heraus, wenn wir die Gewässer erster, zweiter und dritter Ordnung uns ansehen, erste, zweite Ordnung, die kennen wir alle, das sind die großen Gewässer, ob das jetzt der Main, ob das die Donau ist, ob das die Isar ist. Denn Gewässer zweiter Ordnung ist die staatliche Funktion, die in den Regierungsbezirken größere Gewässer und die Gemeindegewässer sind die Gewässer dritter Ordnung. Und an allen Gewässern machen wir einen Gewässerrandstreifen. Wir bleiben
in der Verpflichtung 5 Meter von diesem Gewässer links und rechts weg. Der Freistaat hat für sich selber in Anspruch genommen, 10 Meter wegzubleiben, damit tatsächlich dieses Gewässer erstens keinen Eintrag an Stickstoff, an Pestizid, an Spritzmittel bekommt. Dass dieser Fluss, dieser Lebensraum am Ende an seinen Rändern eine Biodiversität geschaffen wird, dass wenn wir wie ein Vogel über Bayern fliegen, wir diese grünen Bänder durch Bayern sehen und diese blühenden Bänder. Und wir haben für den Klimaschutz dort eine Auenbildung, wir haben Humusaufbau, wir haben im Prinzip CO2-Einspeicherung wieder und wir bekommen da eine Artenvielfalt, die einzigartig ist. Wir werden unsere Wasserqualität stärken und wir werden dann Naturschutz betreiben. Und ich halte das für eins der Schlüsselelemente überhaupt in diesem Volksbegehren. Das heißt, das Jahr 2021 steht im Zeichen der Artenvielfalt. Das Jahr 2021 steht unter 3 miteinander schicksalhaft verbundenen Themen. Klimaschutz, Klimawandel meistern, Wasser Zukunft Bayern angehen und sichern und die Artenvielfalt stemmen. Welche Rolle spielen denn die erneuerbaren Energien beim Klimaschutz? Am Ende des Tages wer Klimawandel meistern will, muss erneuerbare Energien können. Und nur wer erneuerbare Energien kann, wird am Ende auch dieses Thema gewinnen. Wir brauchen ja auch für unser tägliches Leben in Zukunft Energie. Aber diese Energie muss so gewonnen werden, dass wir sie durch Wind und Sonne, durch Wasser geschenkt bekommen. Und dieses Geschenk bekommen bedeutet aber auch, dass wir Veränderungen akzeptieren müssen. Um aus Wind Energie zu gewinnen, brauche ich ein Rad. Um aus Sonne Energie zu gewinnen, brauche ich eine PV-Fläche. Und natürlich, der ein oder andere stört sich an dieser optischen Veränderung. Ich kann nur zurufen, wer diese optische Veränderung nicht möchte, er ist ein Bewahrer der Asche. Da draußen findet ein Klimawandel statt und jede Minute, jedes Jahr, dass wir länger warten, wird die Reparationsleistung deutlich teurer. Wenn ich als Pinsberger mit meiner 2000 Einwohnergemeinde heute unsere jungen Schülerinnen und Schüler zur Schule spazieren sehe mit ihrem Rucksack und ihrem Schulranzen, dann kann man darüber nachdenken, sie werden diese 4-5 Grad, wenn wir nichts tun, erleben. Und damit wird Bayern ein komplett anderes Gesicht. Diese Generation wird vor Herausforderungen stehen, die wir uns mit unserem Lebensstil leisten. Ich glaube, wir werden bittere Fragen bekommen, wenn wir es nicht wirklich meistern und angehen. Und deshalb kann ich nur sagen, wer Klimaleugner ist und Klimawandelleugner, der wird dieser kommenden Generation oder unseren Kindern nichts Gutes tun. Herr Glauber, Ihre Fraktion hat in einer Resolution beschlossen, Städte fit für den Klimawandel machen zu wollen. Was heißt das genau? Für einen Planer und Architekten ist natürlich diese Veränderung in den Städten, auch der klimatische Wandel, auch da spürbar. Die Stadt wirkt wie ein Kachelofen, wie ein Backofen. Diese Tropentage nehmen zu. Wir alle spüren dann in der Nacht, gibt es diese klassische Absenkung durch kalte Luft schon gar nicht mehr. Die Stadt wird immer wärmer, sie machen ihr Fenster auf und sie merken, es gibt keine Kühle mehr. Und natürlich, das wirkt sich auf unseren Organismus aus, wir schlafen schlecht, wir sind tagsüber müde, wir fühlen uns schlapp. All das ist natürlich eine Auswirkung schon dieser Veränderung. Und damit ist diese Dynamik in der Stadt natürlich nochmal eine ganz andere, diese Trockenheit, die dann da auch in der Luft liegt. Und deshalb versuchen wir mit 2 Elementen, einer blauen Infrastruktur und einer grünen Infrastruktur, und in sogenannten Frischluftschneisen tatsächlich die Städte auch lebenswert zu machen. Und das beginnt mit der Begrünung eines Daches, mit einer grünen Fassade, mit einer grünen Infrastruktur in der Stadt. Jeder Baum ist dort wirklich Frischluftspender und auch Kühle. Und die Kühle wird damit geschenkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diesen Straßenzügen unsere Bäume eben erhalten. Dass eben nicht die Diskussion, muss da jetzt ein weiterer Parkplatz entstehen? Muss da vielleicht auch wegen dem Fahrrad, wegen Baum weichen? Ja? Eine Diskussion hier in München, muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Der Baum muss bleiben. Dann gibt es halt keinen Fahrradweg. Weil am Ende des Tages ist diese Frischluftschneise einzigartig. Ja? Und eine grüne Lunge in der Stadt ist dringend notwendig, dass die Menschen auch dieses lebenswerte Gefühl erleben können. Und diese blaue Infrastruktur bedeutet, dass wir im Boden sowas wie einen Schwamm bilden, Schwammstadt. Wir wollen, dass das Wasser im Boden gebunden bleibt, damit es nicht dem Kanal, dem Bach, dem Fluss zugeführt wird, weil dort haben wir dann Starkregenereignisse, hohe Mengen an Wasser, die wir managen müssen. Und all das wird natürlich dann zur Herausforderung, denn
auch das ist klar durch die klimatische Veränderung. Die Menge an Wasser, an Regen bleibt gleich, aber der klassische Landregen, der verschwindet und wir kriegen Starkregenereignisse, die oft nur in kurzer Zeit, in Minuten, in Stunden enorme Wassermengen auslösen. Das heißt also, Bauen in der Stadt muss sich wandeln. Bauen in der Stadt muss jedenfalls grüne Ideen mitdenken. Von oben, an der Seite und am Boden. Es muss einfach das Grün mitleben, weil auch dann kommen natürlich die Lebewesen zurück in die Stadt und die Artenvielfalt. Letzte Frage, Herr Glauber. Was sehen Sie, wenn Sie an Bayern im Jahr 2050 denken? Wenn wir das, was wir uns vorgenommen haben und was angelegt ist, wirklich mit Stringenz, und da habe ich die Pandemie beschrieben, wenn wir mit dieser Stringenz, wie wir Pandemie bewältigen, diese drei Themen miteinander verknüpft angehen, werden wir das Pariser Ziel, das Klimaabkommen, schultern. Wir werden bei 1,6 Grad enden. Wir werden es schaffen. Bayern muss diese Vorbildfunktion leben. Mein Wunsch ist, dass man 2050 uns lobt, dass wir Vorbilder für die Gesellschaft sind. Mein Wunsch wäre, dass wir 2050 von unseren Kindern ein Kompliment für die damalige Zeit und für das Klimawandel meistern bekommen. Und mein Wunsch wäre, dass dann am Ende, und es braucht Zeit, Artenvielfalt nach oben geht, die Wasserqualität in Bayern in einer tollen Situation sich befindet und auch das Element Wasser als Lebenselement in großer Menge zur Verfügung steht, dann glaube ich, haben wir unseren Job richtig gemacht. Und meine Bitte, dass alle mitmachen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Man kann nur dafür werben, aber ich brauche Sie alle dazu, damit wir diese tolle Aufgabe hinbekommen. Danke für die schönen Aussichten, Herr Glauber, und für das Gespräch. Gerne. Dankeschön.